Der Großrechner ist für alle wissenschaftlichen Anwendungen für akademische Einrichtungen. Anfangs nur in Hessen, jetzt auch bundesweit. Also wir haben auch Wissenschaftler aus Duisburg, Düsseldorf, die bei uns hier rechnen. Insbesondere die riesige Kapazität, die weit über dem liegt, was in Instituten und in kleineren akademischen Einrichtungen an Rechenkapazität vorgehalten werden kann. Es ist einfach ein riesengroßer Rechner mit insgesamt über 600 Knoten, die einzeln rechnen können oder auch zusammen. Und das übersteigt eben das, was man als Wissenschaftler in seinem Institut im Allgemeinen zur Verfügung hat. Also wir stehen hier vor einem Gebäude, das ausschließlich nur für diesen Großrechner erbaut worden ist. Unten im Erdgeschoss befindet sich die gesamte Kälteinfrastruktur. Ist auch schon sehr interessant. Und der Rechner wird zum Teil mit warmem Wasser gekühlt, was bedeutet, dass man warmes Wasser in die Rechenknoten einleitet und das kommt dann noch heißer wieder raus und fließt dann in den Heizkreislauf des Campus Lichtwiese. Mit anderen Worten, die Abwärme des Rechners, die sowieso entsteht, wird zum Heizen von Gebäuden hier am Campus Lichtwiese genutzt. Unmengen. Also zum einen wird er über Projekte bewirtschaftet. Mit anderen Worten, ein Wissenschaftler, der Rechenzeit haben möchte, muss seine wissenschaftliche Rechenzeit begründen und bekommt dann das Projekt genehmigt und kann rechnen. Zum anderen muss der Rechner selbst natürlich gewartet werden. Das kennt man von den heimischen Windows-PCs, müssen Updates eingespielt werden, Sicherheitsupdates und technische Updates. Dann ist jeden Tag eigentlich zu monitoren, was alles läuft, was alles nicht läuft. Da fallen ja auch mal Knoten aus, die müssen dann repariert werden. Und letztlich wollen wir natürlich das Nutzererlebnis so gut wie möglich gestalten, also bauen wir Skripte und Anwendungen, die den Benutzern, sozusagen die Nutzung des Rechners erleichtern. Also direkt beteiligt, direkt an der Verwaltung vom Großrechner und vom Betrieb sind es 5 Leute und im Umfeld nochmal 3 bis 4 weitere, je nachdem, die sich aber um Infrastruktur oder um nicht ganz direkt den Rechner kümmern. Also was jetzt ein Heim-PC so im Allgemeinen verbraucht, kann ich nicht sagen, aber was ich weiß, ist, der Rechner zieht im Moment rund 600 Kilowatt. Das heißt, wenn er eine Stunde läuft, hat er 600 Kilowattstunden verbraucht. Das kann man dann in Relation zu seinem heimischen Stromverbrauch setzen und kann sich das vorstellen. Fangen wir mit dem Brand an. Wir haben eine Gaslöschanlage. Das heißt, wenn die Branddetektoren, die sehr früh auf schon ganz kleine Rauchspuren reagieren, wenn die ansprechen würden, würde der Raum mit Stickstoff geflutet. Dann verdrängt das den Sauerstoff und dadurch wird der Brand quasi erstickt und gelöscht. Bei einem Stromausfall ist es so, dass tatsächlich alle rechnenden Rechner, also Rechenknoten, ausgehen. Aber die Master und die Infrastruktur vom Server bleibt am Leben, weil wir eine unabhängige Stromversorgung haben, die die Kernkomponenten mit unabhängigem Strom versorgt. Da haben wir ein Computer Emergency Response Team und das würden wir involvieren. Und ansonsten würden wir die befallenen Rechner einfrieren, die Verbindung zum Internet kappen, dass das nicht weitergeht, der Angriff. Und dann würden wir forensisch versuchen rauszukriegen, wer es war, was er versucht hat und was wir wieder neu aufsetzen müssen. Der Vorteil ist, alle die Knoten, auf die die Nutzer sich direkt anmelden können, sind nur mit einem Betriebssystem Image installiert. Das heißt, die haben keine Festplatten. Das Betriebssystem kommt übers Netzwerk von gesicherten Servern, nochmal extra gesicherten Servern auf die Rechner. Und die
Spuren eines Einbruchs wären also weg, wenn wir den Rechner ausschalten und wieder einschalten. Dann bootet der ein sauberes Image neu und der ist wieder so, wie wir ihn haben wollen und nicht, wie ihn der Hacker haben wollte. Das ist schwer zu sagen, weil sich wissenschaftliches Rechnen im Allgemeinen nicht direkt in Betriebskosten oder in der Ergebnisrechnung bewerten lässt. Man kann nicht sagen, wenn die Abteilung magnetische Materialien jetzt neue Materialien rechnet und das klappt dann für 4 Wochen nicht, was für ein finanzieller Verlust dabei eintreten würde. Es ist ja zum großen Teil angewandte Forschung, aber trotzdem, das in Zahlen zu bemessen, wäre schwer. Also man kann einen Rechner, der als Knoten, als Bestandteil des Großrechners vorhanden ist, im Grunde mit bis zu 8 üblichen leistungsfähigen Gaming-PCs vergleichen. Also sagen wir es mal so, der übliche PC zu Hause hat vielleicht 8 Cores, also Rechenkerne, und so ein Knoten hier im Großrechner hat 96 Rechenkerne. Das ist einfach ein riesengroßer Rechner mit insgesamt über 600 Knoten.